Und dann steht da noch in Klammern, wir lassen das rumgehen, mit oder ohne euch. Jetzt darf sich jeder angesprochen fühlen, der möchte. Und alle anderen einfach nicht. Das ist völlig okay. So, heute mache ich ein bisschen mal... Ich werde mal ein bisschen konkreter und lese einen Text vor, den ich gerade geschrieben habe, um ihn zu teilen. Und tue, was ich kann, um dem selber nachzukommen. Hier steht Pressemitteilung oder Flashmob. Wahrscheinlich ist es beides. Es ist auf jeden Fall ein weltweiter Aufruf zum Putsch. Ein Großteil der Welt kennt mich als Jesus-Bruder Bauchi. Durch die Aktion im Mai dieses Jahres auf der ehemaligen Finca von Boris Becker, vor allem bekannt als Hippie-Guru und Botschafter des Intergalaktischen Hilfs- und Rettungskommandos, IHR. Aus der Position des Botschafters habe ich eine Idee zu teilen und möchte dazu einladen, über Folgendes wenigstens Gedanken zu machen. Wie viele wissen, kann es auf der Erde so wie bisher nicht weitergehen. Aus ethischen, ökologischen, moralischen und vielen anderen Gründen. Wenn wir aus Angst vor Strafen weiter tun, was man uns vorschreibt, dann laufen wir, gelinde gesagt, in sehr unschöne Zeiten. Wer jetzt schon denkt, die Welt sei kein lebenswerter Ort mehr, der will nicht erleben, was immer offensichtlicher initiiert wird, nämlich ein Bürgerkrieg in Europa, ein Weltkrieg bisher unbekannten Ausmaßes. Ich weiß selber nicht, was ich mir darunter vorstellen soll, aber ich will es nicht erleben. Ich will es nicht erleben. Deswegen mache ich genau das hier. Aber hier geht es nicht um die Regierungen, für die wir als Kanonenfutter sterben sollen, sondern um uns. Und zwar um uns alle. Um jeden Einzelnen für sich. Spätestens ab hier und jetzt kommt es darauf an, was du tust. Deswegen überlege bitte mit. Ist nur, wir denken gerade nur. Was ist nötig und möglich, um von einem fremdbestimmten Leben, aus dem wir heraus wollen, in ein freies und eigenständiges Leben zu kommen? Vor allen Dingen ist es sehr hilfreich, darüber zu reden, es zum Thema zu machen und sich dann mit möglichst vielen Leuten darüber auszutauschen. Auch mit denen, die gerade andere Sichtweisen haben. Genau die sehen nämlich, was wir gerade vielleicht noch nicht sehen. Streit wegen unterschiedlicher Sichtweisen macht nur für den Sinn, der in allem Widersprüche statt Ergänzungen sieht. Hört euch mal gegenseitig zu. Da sind so viele Ergänzungen. Da hätten wir Zugang zu, wenn wir uns nicht selber blockieren würden. Sagen, nee, du hast eine andere Meinung, deswegen bist du ein Arschloch. In diesen Tagen spalten gelbe Westen unsere Gemüter. Den einen bedeuten sie Hoffnung, den anderen Gefahr. Ich sage, egal wer inszeniert hat und wer bisher Nutznießer sein mag, wir können was Nützliches draus machen. Und ab 1. Dezember sehr gern gemeinsam. Lasst den 1. Dezember ein Stichdatum sein und wenn ihr zu denen gehört, die etwas ändern wollen, dann fasst euch ein Herz und macht mit. Generalstreik ab 1. Dezember. Nicht im Pulk, sondern überall, da wo man gerade ist, demonstrieren. Und zwar nicht gegen oder für etwas, sondern den Frieden. Bedeutet, wie man friedlich miteinander umgeht und was man derweil alles so machen kann. Das ist auch eine Demonstration. Und die wird man nirgendwo anmelden können, weil man das überall da macht, wo man gerade ist. Was soll die Polizei dagegen tun? Alle friedlichen Leute in gelben Westen festnehmen? Das ist, was gerade befürchtet wird. Das lasst euch nicht davon abbringen. Was ihr jetzt denkt, dass die mit den gelben Westen machen dürfen, nämlich die einfach abknallen. Das dürfen die jetzt mit euch allen. Macht euch das bewusst, ob du eine gelbe Weste trägst oder nicht. Wenn du Systemkritiker bist, dann darfst du mittlerweile einfach abgeknallt werden. Macht euch bewusst, wo wir hier gerade stehen. Und weil es mir bewusst ist, mache ich das hier. Du schaust, was du tun kannst. Generalstreik bedeutet, und jetzt ist wichtig, kurz mal zuzuhören, was ist nicht damit getan, einfach nicht zur Arbeit zu gehen. Generalstreik bedeutet Verweigerung von Gehorsam und Befehlen. Anerkennung
Verweigerung von Anerkennung fremder Autoritäten, Verweigerung von Anerkennung irgendwelcher Schuld, Verweigerung von Anerkennung irgendwelcher Feindbilder, Hetze oder übler Nachrede oder Rache, von Erwartungshaltungen und Forderungen an andere, das hilft uns nämlich überhaupt nicht weiter, wenn wir von anderen irgendwas fordern, von Nationalitäten, Religion, Zugehörigkeiten, Sexismus, Speziesismus, Dogmatismus etc. Generalstreik bedeutet also, zu sich selbst zurückzufinden, aus der Volkschaft in die Eigenständigkeit. Das ist genau das, was die von uns überhaupt nicht wollen und alles dafür tun, damit wir genau da nicht hinkommen, weil dann sind wir schlechte Sklaven und dann folgen wir ja nicht denen, dann folgen wir uns, dann sind das, fühlen die sich ganz unwichtig und das ist aber deren Problem. Die können ja auch wie jeder andere gerne auch so an ihrem Selbstwertgefühl arbeiten, ohne dass das auf Kosten anderer geht. Können ja auch die lernen, ne? Auch die sind nicht unsere Feinde. Generalstreik bewirkt einen Stopp, eine Auszeit, die genutzt werden kann, um sich für Lösungen zu interessieren, die nicht nur längst umsetzbar sind, sondern endlich umgesetzt werden sollten. Zumindest, wenn wir überleben wollen. Eine Sammelstelle für Alternativen ist die www.theworldbecomesone. Was kannst du tun, um mitzumachen? Glaube an dich selbst. Das ist das Erste, das Wichtige. Erstens, glaube an dich selbst. Das ist ganz, sonst brauchst du ab gar nicht mehr, wenn du es nicht schaffst, an dich selber zu glauben, wirst du es nicht schaffen, an jemand anderen zu glauben und dann wirst du erst recht nicht an uns alle glauben können. Deswegen glaube vor allen Dingen an dich selbst. Lass dich ab 1. Dezember, zweiter Punkt, 2018, 2 bis 4 Wochen krankschreiben fürs Erste oder nimm Urlaub. Wie auch immer, nimm Sorge für Zeit für dich. Wenn du Kinder hast, bezieh sie mit ein, die gehören zu dir und sind genauso betroffen. Mach das für deine Kinder. Komm nicht mehr mit der Ausrede, ich habe Kinder, mit denen kannst du das nicht machen. Doch, gerade wenn du Kinder hast, solltest du das genau jetzt. Auch wenn du es dir vielleicht nicht vorstellen kannst, aber besser mitmachen. Weil, oder du hast einfach noch überhaupt gar nichts verstanden, was um dich herum passiert, dann solltest du wirklich erstmal die Augen aufmachen. Das ist auch okay. Ne, nicht jeder hat es schon begriffen, das ist völlig okay. Aber dann mach die Augen auf und guck, was um uns herum passiert. Dritter Punkt, nutze diese Auszeit, um dich über Alternativen zu informieren. Lass dich inspirieren, du wirst etwas finden, das dich begeistert. Findest du keinen anderen Einstieg, nutze diesen hier, um die Leute, die hinter diesem Link und die Leute, die hinter diesem Link zu finden sind. The world becomes point one. Alle davon können dir Dinge erzählen, die dich staunen lassen werden. Entscheide selbst, wie viel Zeit du brauchst, um herauszufinden, was du in deinem Leben anders angehen kannst und wie du es umsetzen kannst. Sei dabei offen. Das hilft. Und freundlich. Dann wirst du viele Menschen treffen, die dir weiterhelfen. Das ist nur mal so, da noch, ne, das hilft. Vierter Punkt. Teile derweil deine Gedanken. Das wird weitere Menschen inspirieren, auch mitzumachen. Nutze deine medialen Möglichkeiten in den sozialen Netzwerken, um zu zeigen, was wir hier machen und sehr gern, wie du es machst. Hilf dabei, die Aktion in den Fokus der Menschen zu bringen, weil was wir im Fokus haben, das wird in unseren Köpfen real. So können wir den Frieden real werden lassen, weil auf einmal, wenn alle davon reden, dann ist das ja auf einmal eine reale Option, dann könnte das ja trotzdem, das ist das, was den meisten fehlt. Ne, und für mich war das halt eben auf der Bäckerfinker die Möglichkeit, die ich genutzt habe, genau das, einfach daran ein kleines bisschen zu arbeiten. Den Leuten zu zeigen, hey, es gibt noch Leute, auch in den Medien, die sich wirklich für Frieden einsetzen, die zu uns gehören und nicht von denen sind. Wo wir von den Medien reden, wir brauchen dazu keine Hilfe der Medien. Wir können das selbst machen. Dazu ist nichts weiter nötig, als Post zur Aktion zu erstellen, kommentieren, liken, teilen, bisschen kreativ sein, einfach mal ein paar Wochen lang. Nicht gleich wieder aufgeben, sondern durchziehen. Der Welt mal zeigen, was der deutsche Michel dann noch so drauf hat. Fünfter Punkt. Und dann lebe dein Leben. Nutz diese Möglichkeit, um rauszufinden, wie du damit anfangen kannst. Das reicht.
Du brauchst immer nur den nächsten Schritt zu kennen. Du musst nicht dir vorher einen kompletten Plan zusammenlegen, den du dann eh nicht verstehst und dem du dann auch nicht folgen kannst. Finde raus, wie du nach deiner Auszeit deinen ersten Schritt in Eigenständigkeit machst. Und sei dir sicher, der zweite wird folgen, der dritte, vierte, fünfte auch. Und irgendwann läufst du sicher da drin, genauso sicher, wie du dich bis jetzt immer gefühlt hast. Sei du. Du wirst ständig auf Leute treffen, die sich genauso wie du bist lieben. Die dich genauso. Das wirst du aber nur sehen können, wenn du dich auch für liebenswert hältst. Ja, sonst lieben die dich und du kriegst nicht mit. Du glaubst es dann nicht. Das ist doof. Trainiere das. Es lohnt sich. Was sich nicht weiter lohnen wird, ist sich zu verstellen. Das ist eine Marotte von Sklaven, die wir dann nicht mehr sind. So. Und mit gelber Weste oder ohne, egal mit welcher Hautfarbe, Religion, Herkunft, Geschichte, Meinung, Einstellung, Geschlecht, Alter, Figur oder sonstigen Merkmalen, an denen man sich stoßen kann, lasst uns ab 1. Dezember demonstrativ zusammenstehen. Und zwar nicht in Grüppchen auf irgendwelchen Leben, sondern im Herzen. Lasst uns wieder Schwestern und Brüder sein und auf Augenhöhe. Ich weiß, das klingt pathetisch, aber ich weiß auch, dass es möglich ist, weil ich inzwischen weiß, wie leicht es ist, in allen Geschwister zu sehen, wenn man sich einfach mal eine Weile geweigert hat, weiter Feinde anzuerkennen. Weil wenn man das nicht mehr macht, dann ist... Um das Ganze zu würzen, kannst du auch bei Folgendem mitmachen. Kündigt euren Regierungen. Sie sind einfach scheiße. Kein Angriff, nur eine Feststellung. Auf jeden Fall haben sie monströs darin verkackt, dafür zu sorgen, dass wir ein schönes und sicheres Leben leben können. Und dafür bezahlen wir sie doch eigentlich, oder? Also, warum rufen wir sie nicht einfach mal an? Warum rufen wir sie ab 1. Dezember nicht einfach alle mal an und feuern sie? Seid dabei lieb und nett, aber ich denke, es dürfte eine Wirkung haben, wenn wir alle in der ersten Dezemberwoche ein, zwei, dreimal am Tag kurz mal im Kanzleramt oder sonstigen Regierungsstellen, Nummern findet ihr im Netz, anrufen und faxen, ein paar nette Mails schreiben, dass wir danken, aber ihre Hilfe nicht weiter brauchen und sie ab jetzt gerne selber machen können, was sie von uns wollen oder was auch immer ihr wollt. Schreibt ihnen eine nette Kündigung. Ne, schreibt, könnt ihr aber jeder versuchen, noch netter zu sein. Ja? Sodass ihr am Ende die richtig perfekte, nette Kündigung für eure Regierung auch dann am Ende durchgegeben habt. Aber Hauptsache, ihr habt sie alle durchgegeben. Auch die ersten ganz miesen vielleicht. Das würde auf jeden Fall deren Kommunikationswege eine Woche lang sehr lahmlegen. Ne? Und also wir können viel mehr. Wir können so viel mehr, wenn wir es dann tun. Ab 4. Dezember kann man unter Umständen was Ähnliches beim Gericht und im Rathaus in Palma de Mallorca mitmachen. Wenn man helfen möchte, meinen Alien-Popo aus dem Gefängnis zu holen, kann nämlich sein, dass die mich da reinsetzen. Bong! Genau. An diesem Tag werde ich meine Gelegenheit nutzen, den Obrigkeiten klarzumachen, dass sie keine mehr sind. Jedenfalls nicht unsere. Und das ganz friedlich. Auf deren eigene Einladung hin oder Vorladung heißt das, glaube ich, weil sie mich wegen angeblicher Dokumentenfälschung 1,5 Jahre wegsperren möchten. Sollten sie das durchziehen, kannst du helfen, ihnen einen Strich durch die Rechnung zu machen, indem auch du da freundlich mit allen anderen Helfern ein paar Mal am Tag telefonierst, faxst, mailst, so wie du kannst. Danke im Voraus für deine Hilfe. System gecheckt? Da können wir ganz friedlich einfach anrufen, da kann uns keiner dran hindern. Aber die können dann auch nicht einfach weiterarbeiten, weil Mailfächer explodieren, Faxe explodieren, Telefone nicht mehr nutzbar sind, weil wir sie blockieren. Wie gesagt, das hat vor 4 Jahren schon sehr, sehr effektiv dabei geholfen, mir die Pearl wiederzubekommen. Doch bis dahin gilt es, diesen Aufruf möglichst weit zu verbreiten. Gern in meinem Namen, damit keiner wieder sagt, es käme von den Illuminaten. Ich stehe voll und ganz hinter dieser Aktion und halte auch gerne meinen Kopf dafür hin. Das ist, warum ich Botschafter des IHR bin. Das gehört mir zu meinem Job dazu. Wer diese Worte oder die Wesentlichen davon in andere Sprachen übersetzen kann, kann sich sehr wertvoll machen, indem er das einfach tut und den Aufruf in anderen Ländern verbreitet.
Gerne auch in euren eigenen Worten. Seid kreativ. Je mehr von uns aus tiefster Seele dabei sind, desto größer wird es werden. Sammelt alles, was ihr an Mut, Empörung, Hoffnung, Gerechtigkeitsempfinden, eine andere Welt wollen, Liebe, Ruhe, Freude und Kraft in euch finden könnt und macht einfach mit. Wenn ich auf dieser Bäckerfinker irgendetwas zeigen konnte, dann, dass coole Sachen passieren, weil man sie macht und nicht auf andere wartet. Seid selbst die, auf die ihr wartet. Traut euch und dann steht auf und zusammen. Macht bei der Sache mit Lust und Laune mit. Hab Spaß, das soll was Schönes sein. Grimmige Gesichter haben wir nun wirklich genug gesehen. Ich wünsche euch den Frieden von Herzen und es ist up to you, was du machst. Find das jetzt wieder scheiße, zerrede es, mach was du willst oder putsch mit und hol dir dein Leben zurück. Mit uns allen zusammen. Möglich ist das auf jeden Fall.